Heute werden wir uns intensiv mit dem Thema Ankommen und Atem beschäftigen. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und lade dich dazu ein, in eine ganz bequeme Position zu bleiben und die Augen geschlossen zu lassen und weiterhin diese tiefen Atemzüge zu nehmen, um in diesem Moment zu verweilen. Der Atem spielt im Yoga eine zentrale Rolle. Es ist nicht nur ein ständiger Begleiter, sondern auch ein mächtiges Werkzeug, um unseren Geist zu beruhigen und unseren Körper zu entspannen. Der Atem verbindet Körper und Geist und hilft uns, präsent und achtsam zu sein. Im Yoga nutzen wir den Atem ganz bewusst, um unsere Praxis zu vertiefen und eine tiefe Verbindung zu uns selbst herzustellen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um den Zusammenhang zwischen Stress und Atem transparent zu machen. Gerade in stressigen Situationen neigen wir dazu, flach und schnell zu atmen. Und diese flache Atmung kann die körperlichen und psychischen Symptome von Stress verstärken. Andererseits können wir durch bewusstes, tiefes Atmen unser Stressniveau senken und unser Wohlbefinden verbessern. Ein langsamer, tiefer Atem signalisiert dem Körper, dass alles in Ordnung ist und aktiviert das parasympathische Nervensystem, was für Ruhe und Erholung zuständig ist. Es gibt die Atemtechnik, Atembeobachtung. Und heute möchte ich genau über diese Technik sprechen. Du sitzt ganz bequem, du hast die Augen geschlossen und du lenkst deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Du atmest tief ein und aus, ohne den Atem zu verändern. Dabei beobachtest du einfach, wie der Atem in deinen Körper ein- und ausströmt. Nehme die Bewegung deines Bauches und deinem Brustkorb wahr. Diese einfache Übung kann helfen, deinen Atem zu verlangsamen und deine Gedanken zu beruhigen. Im Verlauf des Kurses werden wir verschiedene Atemübungen kennenlernen. Eine davon ist die Bauchatmung. Dabei legen wir eine Hand auf unseren Bauch und atmen in den Bauch ein. Genau so, dass sich der Bauch hebt mit der Hand. Beim Ausatmen senkt sich die Hand wieder. Und diese tiefe Bauchatmung kann sehr beruhigend wirken und hilft, Stress abzubauen. Eine weitere Übung ist die Stress, also die Wechselatmung, bei der wir abwechselnd durch das linke und rechte Nasenloch atmen. Diese Technik kann helfen, das Nervensystem zu beruhigen und den Geist zu klären. Wie der Atem auf unser Stressniveau wirkt und warum das so ist, das ist ein Thema, was einfach in dieser Einheit relevant ist. Nämlich durch diese bewusste Atemübungen können wir unser autonomes Nervensystem beeinflussen. Tiefe, gleichmäßige Atemzüge aktivieren den Parasympathikus, der den Körper in einen Zustand der Entspannung versetzt. Dies reduziert die Produktion von Stresshormonen sowie Cortisol oder Adrenalin und fördert die Ausschüttung von Endorphin, die für unser Gefühl des Wohlbefindens sorgen. Indem wir unseren Atem bewusst lenken, können wir aktiv unser Stressniveau senken und zu mehr innerer Ruhe und Gelassenheit finden. Nimm dir nochmal 1,5 Minuten Zeit, um ganz bewusst deinen Atem weiterhin zu beobachten. Beobachte, wie es einatmet. Und nehme wahr, wie sich das anhört, wenn du komplett eingeatmet hast, bevor du wieder ausatmest. Tauch ein in diese Praxis, deinen Atem zu beobachten, als würdest du zum allerersten Mal atmen. Du atmest ganz, ganz tief ein und du spürst, wie der Atem dir dabei hilft, in diesem Moment genau jetzt anzukommen und zu entspannen. Dein Atem kann dich in deiner Reise durch den Alltag begleiten und du kannst während der Autofahrt oder auch im Zug oder während du da sitzt und einen Text formulierst, deinen Atem zwischendurch immer wieder beobachten, um für dich zu erkennen, ob du vielleicht im Stress bist oder ob du komplett entspannt bist. Denn genau das spiegelt dir dein Atem wider. Deine tiefe, gleichmäßige, liebevolle, ganzheitliche Atem, wie es durch deinen Körper hineinfließt und dann auch wieder hinaus. Wir stimmen uns ganz langsam darauf ein, in eine Einstimmung, ein Aufwärmen hineinzutauchen. Denn das ist das, was wir als nächstes jetzt machen werden. Atme nochmal ganz tief ein und
Jetzt werden wir uns gemeinsam darauf einstimmen, anzukommen und die Ujjayi-Atmung kennenzulernen. Und bevor wir beginnen, möchte ich dich bitten, wenn du dich jetzt gerade in der sitzenden Position auf dem Kissen oder Matte nicht wohlfühlst, kannst du auch jederzeit für diese Übung auf dem Stuhl sitzen. Sorge dafür, dass du dich wirklich wohlfühlst und dass es für dich ganz bequem ist. Diese Einstimmung und für das Ankommen sitzt du jetzt ganz bequem, entweder auf deiner Matte oder auf deinem Kissen. Und du schließt deine Augen und bringst deine Aufmerksamkeit zu deinem Atem. Nimm ein paar tiefe Atemzüge und spüre, wie der Atem in deinen Körper einströmt und wieder ausströmt. Lass alle Anspannungen los und erlaube es dir vollständig, in diesem Moment zu sein und zu kommen. Ich möchte dir jetzt diese Ujjayi-Atmung vorstellen, denn diese Atemtechnik hilft dir, den Atem zu beruhigen und deine Aufmerksamkeit nach innen zu lenken. Die Ujjayi-Atmung bedeutet siegreich und wird oft als ozeanische Atmung bezeichnet, weil der Atem ein sanftes, rauschendes Geräusch erzeugt. Ähnlich wie bei den Wellen des Meeres. Beginn, indem du durch die Nase ein- und ausatmest. Und dann verengst du leicht deine Stimmritze im Rachen, so dass der Atem ein sanftes Rauschen erzeugt. Und dann stellst du dir vor, wie dein Atem ein ruhiger, also entspannter Ozean ist. Nimm wahr, wie der Atem einströmt und dein Körper mit frischer Energie erfüllt und dann, wie er wieder ausströmt und dabei alle Anspannungen mitnimmt. Und während du weiterhin diese Ujjayi-Atmung praktizierst, lade ich dich dazu ein, in eine liebevolle Körperreise einzutauchen. Du bleibst in dieser bequemen Sitzposition und beginnst, deine Aufmerksamkeit durch den Körper wandern zu lassen. Beginn bei deinen Füßen und spüre die Verbindung zum Boden und nehme jede Empfindung wahr. Dann wanderst du weiter zu deinen Beinen, deine Knie und nimmst auch hier jede kleine Empfindung liebevoll wahr. Und du bewegst dich weiter mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Becken und deinem Bauch. Spüre, wie der Atem in deinem Bauch fließt und ihn sanft hebt und senkt. Begrüße den Atem als einen liebevollen Gast, der dir Ruhe und Frieden bringt. Und du gehst weiter zu deinem Brustkorb und spürst die Weite und den Raum, den der Atem schafft. Nun lenkst du weiter deine Aufmerksamkeit zu deinen Schultern und deine Arme. Spüre jede Empfindung und lass jede Anspannung los. Und geh weiter zu deinem Nacken und deinem Kopf und spüre die Leichtigkeit und Ruhe, die der Atem mit sich bringt. Nehme wahr, wie der Atem dein Gast sein darf, wie der Atem ein sanfter, einladender Gast in deinen Körper ein- und ausströmt. Bewusst begrüßt du ihn mit jedem Atemzug und der Atem bringt Ruhe und Gelassenheit und hilft dir, vollkommen präsent und achtsam zu sein. Lasst uns einfach einige Minuten in diese wohltuende Ujjayi-Atmung der Körperwahrnehmung verweilen. Und du spürst die Harmonie, du spürst den Frieden. Du spürst, wie du durch das bewusste Atmen eine tiefe, liebevolle Körperreise durchläuft, mit ganz viel Ruhe, mit Gelassenheit, mit gegenwärtiger Präsenz. Du bist ganz im Hier und Jetzt. Du tauchst ein in der Hülle deines Körpers. Der Gast der Atmung fließt ein und aus. Du spürst, wie die Schultern vollkommen entspannt sind, wie dein Geist ganz ruhig ist. Und du nimmst die Lebendigkeit in jeder einzelnen Zelle deines Körpers wahr. Du bist der Atem und der Atem fließt durch dich hindurch, versorgt und vitalisiert dich. Fühlst dich ganz klar. Gerade durch diesen Atem hast du die Möglichkeit, dich immer mehr auf das, was jetzt kommt, einzustimmen. Denn wir werden jetzt eintauchen in unserem Hauptteil unserer Yoga-Einheit, indem wir 30 Minuten lang sanfte Vor-
und Rückbeugen und Seitneigungen praktizieren werden. Dein Körper wird ganz vitalisiert und lebendig. Nun kommen wir in die stehende Position. Bevor wir beginnen, stell bitte sicher, dass du alle notwendigen Hilfsmittel bereit hast. Blöcke und Kissen können sehr hilfreich sein, um die Übungen zu unterstützen und zu erleichtern. Diese Einheit wird jetzt im Hauptteil ungefähr 30 Minuten dauern. Wir werden verschiedene Asanas kennenlernen, die uns helfen, unseren Körper wahrzunehmen, um bewusst hineinzuspüren und den Atem mit der Bewegung zu verbinden. Denk daran, dass du jederzeit Blöcke, Kissen oder ähnliches verwenden kannst, um die Asanas für dich zu unterstützen und zu erleichtern. Hör also auf deinen Körper und pass die Übungen an deine Bedürfnisse an. Es gibt keine richtige oder falsche Art und Weise. Diese Asanas auszuführen, findest du angepasst an deinen Körper. Das Wichtigste ist, dass du dich gut fühlst und dass sich die Asanas gut anfühlen und dir helfen, bewusst zu atmen und zu spüren. Nun beginnen wir mit einem sanften Aufwärmen im Stehen. Stell dich also hüftbreit auf deine Matte. Schließe die Augen und nehme einige tiefe Atemzüge wahr. Hebe mit der Einatmung die Arme über den Kopf, also über die Seite gefächert nach oben und streck dich ganz, ganz lang und spüre die Dehnung in den Seiten. Und mit der Ausatmung senkst du die Arme wieder ab und dann wiederholst du diese Bewegung einfach ein paar Mal. Bei jeder Einatmung die Arme hoch. Und bei der Ausatmung die Arme wieder sinken lassen. Wahrnehmen. Bei der Einatmung spürst du, wie die Schultern mobilisiert werden durch diese Atem- und Armbewegung. Und bei der Ausatmung die Arme wieder tief. Als wolltest du bei der Einatmung die Hände nach oben zur Decke berühren, während du bei der Ausatmung die Schultern so entspannst, dass die Finger im Stehen fast den Boden berühren. Tiefe Atmung. Ein, streckst dich lang und nehme wahr, wie die Schultern nach unten sind und deine Daumen nach hinten. Und vielleicht nimmst du auch wahr, dass deine Arme nicht ganz hochkommen oder nur auf Schulterhöhe anheben. Wahrnehmen, was dir gut tut jetzt und bei der Ausatmung wieder tief. Ein, hoch. Und wenn dein Nacken es dir erlaubt, kannst du dein Drishti, dein Blick, zu deinen Händen führen, sodass du deine Hände ganz genau anschaust. Und so hast du eine sanfte Rückbeuge und eine Dehnung im vorderen Halsbereich. Beim Ausatmen dein Kinn in Richtung Brustkorb. Und jetzt bei der Einatmung die Arme sanft von vorne nach oben bringen. Spüre diese Atemfülle. Nehme wahr, wie du dich im Körper fühlst, wie der Atem den Körper bewegt. Und bei der Ausatmung Hände über die Seite gefächert, hinten nach unten und die Finger lang gestreckt Richtung Boden. Einatmung aus der Berghaltung, Arme hoch, Tadasana, Urdhva Hastasana, die Arme sind oben. Genieße diese Atemfülle und nehme wahr, wie du da stehst, wie die Füße verwurzelt sind, die Zehen gefächert. Und beim Ausatmen die Hände tief, Fingerkuppen nach unten. Leichtes Doppelkinn, langer Hals. Einatmen, Arme hoch, weite im Herzen. Ausatmen, Hände tief. Leichtes Doppelkinn, langer Hals. Ein. Vielleicht möchtest du weiter in so eine sanften Rückbeuge reingehen. Arme nach oben, Schultern entspannt öffnen und ein Brustkorb, als wäre ein Magnet, der dich zur Decke hochzieht, nach oben. Ausatmen wieder, Hände tief, Doppelkinn lang und noch einmal ein. Die Rippen ausdehnen, als wäre es ein großer Petsiball. Ausatmen tief und diesen Weg der Hände ganz weit, als wären zwei Kinder, die deine Arme rechts und links auseinanderziehen, bevor sie runtergehen. Also ganz präzise, ganz bewusst und wieder ein. Diese Atemfülle aus, die Atemleere. Von vorne die Arme hoch ein, vielleicht dein Drishti nach oben, aus.
los. Die Hände über die Seite oder hinten runter. Ganz gelöst. Wahrnehmen. Lass mal die Hände ganz gelöst. Und spüre in dich hinein, wie sich das jetzt anfühlt. Nachspüren. Und nun stimmen wir uns darauf ein. In die nächste Asana. Nämlich die Seitneigung im Stehen. Und zu den Seitneigungen. Hier hebst du mit der Einatmung den rechten Arm über den Kopf, sodass dein Bizeps, wenn es die Schultern erlauben, an dein Ohr geht. Und dann beugst du dich sanft zur linken Seite. Halte diese Position für einige Atemzüge. Atme ganz tief ein und spüre die Dehnung der rechten Körperseite. Atme aus. Und noch einmal ganz tief einatmen. Und aus. Du kannst gerne die Beine etwas beugen, wahrnehmen, wie das Körpergewicht gleichmäßig auf beide Füße verteilt ist. Und wieder ein und aus. Immer weiter. Einatmen und aus. Die Durchblutung in den Armen, in den Schultern, in den Nacken, an den Flanken. Atme ein und aus. Ein letztes Mal tief ein und aus. Beim Ausatmen die Hände tief und wahrnehmen, wie sich das anfühlt, dieser Unterschied zwischen rechts und links. Bei der nächsten Einatmung hebst du nun den linken Arm nach oben, über den Kopf und beugst dich sanft zur rechten Seite. Und dann hältst du diese Position auch hier für einige Atemzüge und dann spürst du die Dehnung in der rechten Körperseite. Komm wieder mit deiner Atmung im Fluss. Einatmen. Bis in die Achseln hinein. Aus. Den Kopf sanft zur Seite. Ein. Den Rippenkäfig ausdehnen. Aus. Und wieder ein. Und aus. Nehme wahr, wie das Körpergewicht gleichmäßig auf beide Füße verteilt. Und noch einmal tief ein und aus. Dein Bizeps fast am Ohr. Dein Atem fließt. Beim Einatmen nochmal diese Streckung, während du beim Ausatmen sanft die Hände sinken lässt. Und auch hier wieder wahrnehmen, dieser Unterschied zwischen rechts und links. Atme ganz tief ein, hebe deinen rechten Arm in deine Seitneigung und aus. Und noch einmal tief ein und aus. Und noch einmal ganz tief ein. Dein Arm ist fast hinter dem Ohr. Und aus. Wieder einatmen, komm zur Mitte. Ausatmen, Hände tief. Wir wiederholen das Gleiche noch einmal auf der anderen Seite. Wieder mit drei Atemzüge diesmal. Atme ganz tief ein. Bring deinen linken Arm nach oben, entweder Richtung Bizeps oder weiter nach hinten. Und wenn die Schultern das erlauben, passt das ansonsten weiter nach vorne. Und auch hier wieder einatmen und aus. Und noch einmal tief ein, die Hüfte neutral und spüre dieser Unterschied von vorhin zu jetzt. Vielleicht kommst du jetzt schon tiefer und fühlst dich wohler. Und aus. Und diese Atemleere noch einen Moment ausdehnen. Ein. Gerne kannst du deine Beine leicht gebeugt halten. Und aus. Ganz bei dir. Ganz liebevoll und vollkommen achtsam. Dein Atem fließt. Die Hände lösen. Und wahrnehmen. Und noch einmal deine rechte Hand nach oben. Daumen nach hinten. Seitneigung nach links. Einatmen Mitte. Ausatmen lösen. Einatmen linke Arm hoch. Atemfülle. Ausatmen Seitneigung. Einatmen Mitte. Tiefes Ujjayi. Ausatmen lösen. Ein rechts. Ausatmen. Ein, mit, aus, lösen. Und wieder wechseln. Ein, aus, ein, mit, aus, lösen. Bleibe nochmal 30 Sekunden in dieser Berghaltung, in die Wahrnehmung. Nehme wahr und spüre nach, wie sich das anfühlt in dieser Haltung. Was hat die Übung gemacht?
Tauche ein in der Hülle deines Körpers. Wie stehst du da? Wie fühlt sich das Ganze für dich jetzt an? Bleib hier noch einen Moment. Diese Phasen zwischen den Atemzügen wahrnehmen und einfach nur sein, bevor du dich darauf einstimmst, deine Schultern im Schultergürtel noch weiter zu mobilisieren. Denn hierfür nehmen wir nun diese gleiche Haltung ein. Vielleicht hast du zu Beginn jetzt auf den Stuhl gearbeitet und möchtest den Stuhl zur Seite legen. Vielleicht hast du aber ohne Stuhl gearbeitet und möchtest einen hinzunehmen, wie es für dich in Ordnung ist. Vielleicht wirst du auch einfach so verweilen, wie es war. Die nächste Übung dient zur Mobilisierung und Lockerung des Schultergürtels. Sie hilft, Verspannungen zu lösen und die Beweglichkeit zu verbessern und die Durchblutung in Schulter- und Nackenbereich zu fördern. Das ist ganz besonders gut für Menschen, die viel sitzen oder unter Nacken- oder Schulterschmerzen leiden. Du sitzt oder stehst aufrecht und stellst die Beine hüftbreit auseinander. Achte darauf, dass dein Rücken ganz gerade ist und deine Schultern vollkommen entspannt. Sie hängen nach unten. Deine Hände auf die Schultern legen. Gegenüberliegende, also lege einfach mal die Hände auf die gegenüberliegende Schultern, sodass deine Ellenbogen zur Seite zeigen. Und dies ist deine Ausgangsposition. Also die rechte Hand ist auf deine rechte Schulter, die linke Hand ist auf die linke Schulter und die Ellenbogen auf Schulterhöhe. Nun beginnst du damit, die Ellenbogen in einer ganz langsamen, kreisenden Bewegung nach vorne zu führen und achte darauf, dass die Kreise so groß wie möglich sind, ohne dass es unangenehm ist. Wenn die Ellenbogen nach hinten gehen, spürst du, wie die Schulterblätter zueinander kommen. Und wenn die Ellenbogen nach vorne kommen, berühren sie sich. Du atmest ganz tief und gleichmäßig ein und aus, während du die Kreise ausführst. Führe diese Bewegung immer weiter aus, im Rhythmus deiner Atmung, ganz bewusst, vollkommen kontrolliert. Und dann langsam stimmen wir uns ein für Rückwärtskreisen. Also du wechselst die Richtung und kreist mit den Ellenbogen nach hinten. Auch hier die Kreise groß und kontrolliert. Atme weiterhin tief und gleichmäßig. Führe die Bewegung ganz bewusst durch. Nehme wahr, wie der Rippenkäfig davon betroffen ist. Schultergürtel. Und die Atmung tiefe ein- und ausatmen. Und nun langsam lösen. Und genau das gleiche wieder andersrum. Wieder von hinten nach vorne. Und Ellenbogen zueinander. Weit nach hinten, weit nach oben und wieder weit nach unten. Nehme wahr, wie die Geschmeidigkeit in deinen Schultergürtel wächst, als wärst du jetzt geölt in den Schultergelenke, wie die Synovia, Gelenkschmiere, immer geschmeidiger, eingeölte Gelenke. Tiefe Atmung, große Bewegung. Dein Kopf ganz gerade, so ein leichtes Doppelkinn, einen langen Hals. Und du nimmst wahr, wie du da stehst, dass dein Körpergewicht gleichmäßig auf beide Füßen ist. Und du spürst, wie die Hüfte über die Fersen und wie die Schultern über die Hüften positioniert sind. Dein Ohr über die Schultern und diese geschmeidige, gleichmäßige Bewegung. Atme in deinen Herzraum, in dein Brustbein ein und beim Ausatmen lässt du deinen Brustkorb nach innen fallen. Beim Einatmen wie ein Luftballon dehnen und öffnen. Und beim Ausatmen verwurzeln ganz bei dir. Und noch einen letzten ganz großen Umfangreis, Rotation und Kreis. Um dann ganz langsam die Hände nach unten zu bringen, zu entspannen und zu lösen. Lass deine Arme ganz locker an den Seiten hängen. Schüttel deine Arme leicht aus, um eventuelle Spannungen zu lösen. Und nehme ein paar tiefe Atemzüge und spüre nach, wie sich die Schultern in deinen Nacken anfühlen. Nehme dir diesen Moment, um darüber nachzudenken, wie sich diese Übung auf deine Schultern und deinen Nacken ausgewirkt. Fühlen sich die Schultern anders an? Nehme die Temperatur wahr. Wie fühlt sich der Nacken an? Ist da eine Müdigkeit oder eher Leichtigkeit und Luftigkeit da? Fühlst du dich lockerer oder entspannter? Hat sich die Beweglichkeit in deine Schultern verbessert? Denke daran, dass du diese Übung jederzeit mehrmals täglich durchführen kannst. Besonders nach längeren Sitzphasen oder gerade bei beginnender Verspannung.
Spüre die Durchblutung in jeder einzelnen Zelle deines Körpers, ist Lebendigkeit gegeben. Nun stimmen wir uns langsam darauf ein, unsere nächste Übung, nämlich geht intensiv mit Vor- und Rückbeugen weiter, um die Beweglichkeit unserer Wirbelsäule zu verbessern und die Rückenmuskulatur zu dehnen. Diese Übung ist besonders wohltuend und hilft, Verspannungen zu lösen, die durch langes Sitzen oder eine schlechte Körperhaltung entstehen können. Also fangen wir an in dieser aufrechten Position und stellen uns ganz bewusst hüftbreit hin, die Füße fest und stabil auf dem Boden verankert. Und du spürst diesen Kontakt der Füße mit dem Boden und die Stabilität und das Gleichgewicht, das dir diese Position verleiht. Nimmst wahr, wie die Schultern entspannt sind und dann lässt du deine Schultern bewusst nach unten sinken, weg von den Ohren. Und du spürst, wie sich die Spannung in den Schultern löst und du dich leichter und freier fühlst. Beim Einatmen hebst du bei der nächsten Einatmung langsam und gleichmäßig deine Arme über die Seite gefächert nach oben über den Kopf und spürst die Leichtigkeit, mit der sich deine Arme nach oben bewegen. Mach eine sanfte Rückbeuge, indem du deine Brust nach oben und außen öffnest. Lass diese Bewegung fließen und harmonisch sein und spüre die Dehnung im Brustkorb, die Weite in deinem Herzraum und sanfte Krümmung in deine Wirbelsäule verleiht. Achte darauf, dass dein Nacken entspannt bleibt und dein Blick leicht nach oben gerichtet ist. Stell dir vor, wie deine Wirbelsäule sich sanft nach hinten bewegt. Halte diese Position einen Moment und atme tief und ruhig weiter. Genieße das Gefühl der Öffnung und der Weite in der Brust. Beim Ausatmen tauchen wir ein in die Vorbeuge. Wir beugen ganz langsam den Rumpf nach vorne. Becken wird nach vorne gekippt. Lasse den Oberkörper schwer und entspannt nach unten sinken. Lasse den Kopf und die Arme entspannt hängen, als würden sie all die Anspannung und den Stress loslassen. Spüre die Dehnung in den Rückenmuskeln und den sanften Zug entlang der Wirbelsäule. Und lasse diese Dehnung auf dich wirken, dich hinein schmelzen und achte darauf, dass deine Knie leicht gebeugt sind, den unteren Rücken zu entlasten. Genieße die Entspannung und die Erdung in dieser Haltung. Halte diese Vorbeuge für ein paar Atemzüge und spüre, wie du diese wohltuende Wirkung der Dehnung sich ausbreitet in den gesamten Rumpf. Dann kehrst du wieder zurück zur nächsten Einatmung, langsam wieder in diese aufrechte Standposition. Und du spürst diese Aufrichtung der Wirbelsäule und die Länge in deinem Rücken. Hebe die Arme ganz über den Kopf und mache sie wieder eine sanfte Rückbeuge und spüre die Öffnung, die Dehnung in deinem Brustkorb. Mit der nächsten Ausatmung beugst du dich sanft, langsam nach vorne. Lasse den Kopf und die Arme entspannt hängen. Genieße die Dehnung der Rückenmuskulatur. Mal den Kopf nach rechts und mal nach links. Als wolltest du mit dem Ohr zu der Schulter gehen und mit dem hin und her. Wiederhole einfach diese Abfolge im Einklang deiner eigenen Atmung. Bei jeder Einatmung hebst du die Arme und öffnest den Brustkorb. Bei jeder Ausatmung beugst du dich nach vorne und lässt los. Spüre die Mobilisierung deiner Wirbelsäule und die wohltuende Dehnung der Rückenmuskulatur. Und lass diese Bewegung fließend und harmonisch sein. Immer weiter ein und aus. Und nehme wahr, wie du es immer geschmeidiger wirst und immer größeren Bewegungsradius in deinem Körper generierst. Wie dein Brustkorb immer weiter zur Decke strahlt. Wie dein Rücken immer entspannter. Und vielleicht hast du den Impuls, die Beine ein kleines bisschen zu strecken in der Vorbeuge. Vielleicht das eine Bein oder das andere. Einfach mal wahrnehmen, spüren diese Harmonie und diese Geschmeidigkeit. Und nun langsam diese Übung im Moment lang integrieren. Komme zu deiner Mitte in deine Berghaltung, Tadasana. Ganz langsam in diese aufrechte Haltung. Lasse die Arme locker an den Seiten hängen. Schließe die Augen, nehme ein paar tiefe Atemzüge. Spüre die Ruhe und die Entspannung, die sich in deinen Körper ausbreitet. Tiefe, ruhige Atmung.
Die Arme locker, die Augen geschlossen, die Atmung fließt, Ruhe und Entspannung. Genau dieses Gefühl breitet sich in deinen Körper aus. Nimm diesen Moment, um zu spüren, wie die Übungen auf deinen Körper gewirkt haben. Fühle jetzt, wie du vielleicht sogar etwas lockerer oder entspannter bist. Ist die Beweglichkeit in deiner Wirbelsäule besser geworden? Genieße das Gefühl der Leichtigkeit und der Entspannung in den Rücken und in den gesamten Körper, ganz bei dir. Nun gehen wir weiter zu unserer nächsten Übung. Stimme dich langsam darauf ein, dass die nächste Übung die Katze-Kuh-Bewegung ist, wo wir sanfter Twists auch mit einbauen. Und diese Übung ist wunderbar, absolut hervorragend, um die Wirbelsäule zu mobilisieren, Verspannungen zu lösen und Flexibilität des Rückens zu verbessern. Stimme dich langsam darauf ein und stell dich mal ganz hinten hin auf deine Matte und dann atme ganz tief ein. Du streckst dich ganz lang, um in den Vierfüßlerstand zu kommen. Atmen wir aus und rollen uns ab in die Vorbeuge, Uttanasana. Gerne kannst du jetzt die Beine etwas beugen und die Hände in Richtung Boden bringen. Nun kommen wir wandern wir mit den Händen etwas nach vorne und kommen in den Vierfüßlerstand. Dabei sind die Hände direkt unter den Schultern und die Knie unter der Hüfte. Spüre die Stabilität und Erdung durch deine Hände und auch die Knie, die fest auf dem Boden verankert sind. Verteile das Gewicht gleichmäßig und achte darauf, dass dein Rücken in einer neutralen Position ist. Atme ganz tief ein für die Kuhposition. Heb langsam und achtsam deinen Kopf und dein Steißbein und spüre, wie dein Brustkorb sich öffnet und ein sanftes Hohlkreuz entsteht. Genieß diese Dehnung im Brustkorb, die Länge in der Vorderseite des Körpers und stell dir vor, wie deine Wirbelsäule sich sanft nach unten wölbt, während du diese Kuhposition hast. Verweile einen Moment in dieser Haltung und atme tief ein und gleichmäßig wieder aus. Und nun langsam einmal noch ein und wieder ganz langsam aus. Spüre, wie diese Ujjayi, diese ozeanische Atmung, deinen Körper bearbeitet und beeinflusst. Bei der nächsten Ausatmung gehen wir in die Katzposition, die Katze, wo wir ganz langsam den Rücken runden, ziehe deine Kinn zur Brust und dein Steißbein nach unten und spüre die Dehnung im oberen Rücken. Und die sanfte Krümmung deiner Wirbelsäule. Lass alle Spannungen los und stell dir vor, wie du dich zu einer kleinen, runden Kugel zusammenziehst. Atme tief aus und genieße diese wohltuende Wirkung. Bleib auch mal hier und atme nochmal tief ein und aus. Nun wiederholen wir. Setz einfach mal diese Bewegung fort, indem du bei jeder Einatmung den Kopf anhebst in diese Kuhposition und bei der Ausatmung in die Katzenposition dein Kinn zum Brustkorb bringst. Immer weiter. Wiederhol die Abfolge mehrere Mal im Einklang deiner eigenen Atmung. Wie atmest du selbst? Achte auf die Bewegung, diese fließende und harmonische Ausführung. Spüre die Mobilisierung der Wirbelsäule und die Lockerung deiner Rückenmuskulatur. Lass jede Bewegung bewusst und achtsam geschehen, als würdest du deine Wirbelsäule sanft massieren. Beim Einatmen und Ausatmen spürst du diese Massage der Wirbelsäule. Nun stimmen wir uns ein für die sanfte Twists in dieser Haltung. Also nachdem du jetzt ein paar Katze-Kuh-Bewegungen gemacht hast, bringe eine zusätzliche Bewegung in deinen Oberkörper rein. Gerade mit der nächsten Einatmung hebst du langsam und achtsam einen Arm zur Seite nach oben. Spüre die Drehung in deinen Oberkörper und die Öffnung in deinem Brustkorb. Genieß die Dehnung und die Weite, die diese Bewegung schafft. Blicke sanft nach oben zu deiner Hand und halte diese Position einen Moment hier.
Beim Ausatmen deinen Arm sinken lassen und langsam kontrolliert in diese Ausgangsposition Katze, Vierfüßlerstand. Nun spürst du deine Wirbelsäule in einer neutralen Position und dein Atem ist ruhig und gleichmäßig. Nun wechselst du die Seite und wiederholst diese Bewegung mit den anderen Armen. Wiederhole und genieße einfach den linken Arm nach oben. Spüre die Dehnung nach oben und dann ganz sanft wieder diesen Twist nach unten. Diese sanfte Mobilisierung deiner Wirbelsäule, die Dehnung geschehen lassen. Genieße es abwechselnd rechts und links. Und lass deinen Atem diesen Fluss beeinflussen. Fühle die Freiheit und Leichtigkeit in deinen Oberkörper, während du diese sanfte Twist durchführst. Bei der nächsten Ausatmung, ganz sanft und achtsam, kommst du zurück in deinen Vierfüßlerstand, um entspannt nachzuspüren. Spüre die Stabilität und die Ruhe in dieser Position und nehme ein paar tiefe Atemzüge. Setz dich langsam auf die Fersen und komm in eine bequeme Position zum Nachspüren deinen Fersen. Schließe im Moment die Augen und nimm dir diesen Moment wahr, die Wirkung der Übung auf deinen Körper zu spüren. Wie fühlst du dich jetzt? Entspannter oder beweglich, lockerer? Wie ist es mit der Wirbelsäule? Bist du flexibler oder was macht deine Rückenmuskulatur? Ist sie vielleicht gedehnter? Genieß das Gefühl der Entspannung und der neuen Energie, die durch deinen Körper hindurch fließt. Nun stimme uns langsam darauf ein, in die Kindshaltung zurückzugehen. Diese Übung wird dir helfen, den Rücken zu entspannen und die Wirbelsäule zu mobilisieren. Bring die Hüfte zurück auf deine Fersen. Nimm dir einen Moment Zeit, diese Bewegung bewusst und achtsam auszuführen. Du kommst in diese Kindshaltung. Gerne kannst du deine Stirn auf den Boden legen, Balasana. Du sitzt mit deinen Fersen und lässt deinen Oberkörper sanft nach vorne sinken. Du spürst, wie dein Bauch auf deine Oberschenkel ruht und deine Stirn den Boden berührt. Fühle die Geborgenheit und die Entspannung, die diese Haltung mit sich bringt. Du kannst die Arme nach vorne ausstrecken, um die Schultern und den oberen Rücken zu genießen und zu dehnen. Oder du kannst die Arme auch entspannt neben den Körper legen, um die Handflächen nach oben gerichtet und die Schultern vollkommen zu entspannen. Tiefe Atmung. Nehme einige tiefe Atemzüge und atme durch die Nase ein. Spüre, wie sich der Rücken hebt. Und atme langsam durch den Mund aus und lass alles an Anspannung los. Spüre, wie jede Einatmung deinen Rücken sanft dehnt und jede Ausatmung dich tiefer in die Entspannung sinken lässt. Genieße das Gefühl der Erdung und der Ruhe, das durch deinen gesamten Körper fließt. Fühle die Weite und die Entspannung in deinen Körper, in deinen Rücken und in den Schultern und im Nacken. Verweile hier für ein paar Atemzüge und genieße die Stille und die Ruhe dieser Haltung. Lass alle Gedanken ziehen und konzentriere dich nur auf deinen Atem und das angenehme Gefühl der Entspannung. Atme tief ein und beim Ausatmen komm langsam aus der Kindshaltung heraus und leg dich ganz behutsam, liebevoll und achtsam auf den Rücken. Spüre, wie dein Rücken auf den Boden aufliegt und sich entspannt. Bring die Knie zur Brust und umarme sie sanft. Spüre die leichte Dehnung im unteren Rücken und die Entspannung, die sich in dem oberen Körper ausbreitet. Tiefe Atmung. Lass nun deine Knie langsam und sanft zur rechten Seite fallen. Drehe deinen Kopf zur linken Seite, sodass dein Blick über die linke Schulter geht. Spüre die sanfte Drehung in der Wirbelsäule und die wohltuende Dehnung in deinem Rücken und in den Hüften. Atme tief ein und aus. Mit jeder Einatmung spürst du die Länge in der Wirbelsäule, mit jeder Ausatmung lässt du noch mehr Spannung los. Genieße die Entspannung und die sanfte Dehnung, die diese Haltung bietet. Verweile hier für einige Atemzüge und spüre die beruhigende Wirkung auf deinen Körper.
Nun sanft wechseln zur anderen Seite, also komm zur Mitte zurück. Bring die Knie erneut zur Brust und umarme sie sanft. Lass dann die Knie langsam sinken zur anderen Seite. Die Hüfte ein bisschen nach rechts und die Knie nach links. Dein Kopf zur rechten Seite. Spüre diese sanfte Dehnung. Die Dehnung auf der anderen Seite des Körpers. Atme tief ein und aus. Mit jeder Einatmung spürst du die Weite in der Brust und mit jeder Ausatmung lässt du noch mehr Spannung los. Genieße das Gefühl der Entspannung und der Ruhe, das sich in deinem Körper ausbreitet. Verweile hier für einige Atemzüge und spüre die wohltuende Wirkung dieser Dehnung. Entspannt. Bring langsam deine Knie zurück zur Mitte und leg dich bequem auf den Rücken, deine Hüfte neutral zentriert und die Beine ausgestreckt, die Arme vollkommen entspannt neben den Körper liegen lassen. Schließe die Augen und nimm einige tiefe Atemzüge. Spüre die Ruhe und die Entspannung, die sich in deinen Körper ausbreitet. Und nimm dir diesen Moment, um die Wirkung der Übung auf deinen Körper zu spüren. Fühlst du dich jetzt lockerer oder entspannter? Vielleicht sogar wohler? Ist deine Wirbelsäule flexibler oder deine Rückenmuskeln? Nun lade ich dich dazu ein, dich in deine Abschlussmeditation für das Hier und Sein, um diese Atemwahrnehmung zu genießen. Egal, ob du dich auf eine Yogamatte, auf einen Stuhl oder in der Rückenlage positionieren möchtest, finde einfach für dich in diesem Moment deinen persönlichen Raum für Ruhe und Achtsamkeit. Denn in den nächsten 10 Minuten werden wir diese wohltuende Wirkung der Atemübungen auf unseren Körper und unseren Geist erkunden. Es darf jetzt eine Reise nach innen sein, um das Hier und Jetzt bewusst wahrzunehmen und die tiefe Verbindung zu unserem Atem und unserem Körper zu spüren. Lass uns gemeinsam diese Zeit mit liebevoller Achtsamkeit und Respekt für uns selbst gestalten. Positioniere dich in deine bequeme Position, sei es in der Rückenlage Shavasana oder in eine sitzende Position auf dem Stuhl oder auf dem Kissen. Spüre den Kontakt deines Körpers mit deiner Unterlage, sei es dein Stuhl oder deine Matte. Und wenn du auf deiner Yogamatte liegst, kannst du deine Beine ganz entspannt ausstrecken oder leicht angewinkelt lassen. Die Arme sind entspannt neben den Körper. Wenn du auf einem Stuhl sitzt, stell die Füße flach auf den Boden und die Hände ruhen entspannt auf die Oberschenkel. Ganz sanft schließt du die Augen, wenn du dich wohlfühlst. Alternativ kannst du deinen Blick weich und unfokussiert auf einen Punkt vor dir richten. Lass die Augenlider einfach schwer werden und spüre die Entspannung, die sich in deinen Augen ausbreitet. Nehme deinen Atem wahr. Lenke deine komplette Aufmerksamkeit ganz bewusst auf deinen Atem. Spüre, wie die Luft durch die Nase einströmt und deinen Brustkorb und Bauchraum füllt und wieder ausströmt. Nehme wahr, wie der Atem deinen Körper bewegt. Das sanfte Heben und Senken der Brust. Das leichte Ausdehnen des Bauches, spüre die beruhigende und gleichmäßige Bewegung. Beginne ganz sanft, eine tiefere Atemzüge zu nehmen. Atme tief durch die Nase ein. Sie füllt dabei den Bauchraum und die Brust mit Luft und halte den Atem kurz an, bevor du langsam und gleichmäßig durch den Mund wieder ausströmst. Mit jedem tiefen Atemzug lässt du mehr Anspannung los und sinkst tiefer in die Entspannung ab. Spüre, wie der Atem deinen Körper mit frischer Energie versorgt. Alle Anspannungen werden ausgespürt. Nehme deinen Atem wahr. Lass den Atem dein Anker werden, der dich fest im Hier und Jetzt verankert. Bei jeder Einatmung kommst du tiefer in diesen gegenwärtigen Moment.
Bei jeder Ausatmung lässt du alle Ablenkungen und Sorgen einfach verblassen. Spüre, wie der Atem dich ruhig und gleichmäßig durchströmt, wie ein sanfter Fluss der Entspannung. Alle Spannungen werden fortgetragen. Lenke deine Aufmerksamkeit auf die verschiedenen Bereiche deines Körpers. Und beginn bei den Füßen und wander langsam nach oben. Spüre die Berührung der Füße mit dem Boden oder der Matte, die sanfte Schwere der Beine. Und wandere weiter zu den Knien, den Oberschenkeln, dem Becken, den unteren Rücken. Spüre die Unterstützung, die dieser Boden oder dein Stuhl dir gibt. Und richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Bauch. Dein Brustkorb, deine Schultern und den Nacken. Spüre die Bewegung der Atmung in allen Bereichen. Lass alle Spannungen beim Ausatmen los. Atme in dein Herz. Stell dir vor, wie dein Atem direkt dein Herz verbindet. Jeder Atemzug nährt dein Herz mit frischer, belebender Energie. Spüre die Wärme und das sanfte Pulsieren in deinem Brustkorb, das mit jedem Atemzug harmonischer und ruhiger wird. Tief ein und aus. Spüre diese Reise bei den Füßen, die sich auf den Boden und auf der Matte verankern. Die Verbindung zur Erde. Stabilität und Ruhe von den Füßen aufsteigt, wandert deine Aufmerksamkeit langsam zu den Beinen. Spüre die Muskeln, die Knochen, die Haut. Spüre die Schwere und die Entspannung, die sich ausbreitet. Der Rücken. Lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen Rücken. Spüre die lange Wirbelsäule vom Steißbein bis zum Nacken. Und stelle dir vor, wie jeder Wirbel sanft auseinandergezogen wird und die Spannung sich ganz bewusst löst und der Rücken sich mehr und mehr entspannt. Fokus auf die Arme und Hände. Wandere also weiter zu den Schultern, die Arme und spüre die Leichtigkeit und Entspannung, die sich in den Schultern ausbreitet. Spüre die Arme, die Ellenbogen. Die Unterarme, die Hände und die Finger. Spüre, wie alle Anspannung mit jedem Atemzug aus den Armen und Händen hinausströmt. Verbinde dich mit deinem Kopf und dein Gesicht. Lenke deine Aufmerksamkeit zu deinem Kopf, dein Gesicht. Spüre die Entspannung, die sich in der Kopfhaut, Stirn, den Augenlidern und den Wangen ausbreitet. Spüre, wie die Kiefermuskeln sich lockern. Die Zunge entspannt im Mund liegt und der Atem frei fließt. Nehme dir diesen Moment, um über deine Erfahrung nachzudenken. Wie fühlt sich dein Körper jetzt? Was hat sich durch deine Atemübung verändert? Welche Gefühle und Gedanken sind in den letzten Minuten bei dir aufgetaucht? Wie hat sich die Verbindung zu deinem Atem und deinem Körper erlebt? Was nimmst du dir in dieser Meditation für dich mit? Welche neue Erkenntnisse über deinen Atem oder deinen Körper hast du für dich gewonnen? Wie kannst du diese Achtsamkeit und diese Ruhe in deinen Alltag integrieren? Gibt es bestimmte Momente, in denen du diese Atemübung anwenden möchtest? Wie kannst du dir regelmäßig Zeit nehmen für dich, um achtsam auf deinen Atem und deinen Körper zu hören? Denke darüber nach, wie du diese Übung in deinen täglichen Ablauf einbauen kannst. Vielleicht als Pause während der Arbeit oder als Start in den Tag oder als Entspannungsritual am Abend. Schreib dir deine Gedanken am Ende dieser Einheit in dein Tagebuch ein. Was möchtest du festhalten? Welche Veränderungen hast du für dich bemerkt? Und welche Ziele möchtest du dir setzen? Dann lade ich dich eben langsam und sanft, dich auf deine Rückkehr ins Hier und Jetzt zu verbinden. Vertiefe langsam deinen Atem. Atme tief durch die Nase ein und aus und spüre die frische Energie, die mit jedem Atemzug in deinen Körper strömt. Nehme wahr, wie dein Körper sich mit jedem Atemzug mehr belebt und erfrischt.
ganz bewusst. Nimm dir diesen Moment Zeit zum Erwachen. Beginne deine Finger und Zehen sanft zu bewegen und strecke und recke dich langsam. Und wenn du möchtest, öffne sanft und langsam die Augen und lass das Licht und die Umgebung in deine Wahrnehmung treten. Spüre Dankbarkeit und Reflexion. Nehme diesen Moment wahr, um dankbar zu sein für die Zeit, die du dir selbst genommen hast, für die Achtsamkeit und für diese liebevolle Selbstfürsorge. Reflektiere kurz über die Wirkung dieser Atemübung, die Körperwahrnehmung. Wie fühlt sich dein Körper jetzt an? Spüre die Entspannung und die innere Ruhe, die sich bei dir ausgebreitet hat. Nehme wahr und verweile noch einen Moment einfach so, bevor du dann ganz langsam wahrnimmst, wie du auf dem Boden liegst, dann ganz achtsam in deine Seitenlage gehst und vielleicht auch dann deine Umgebung aus dieser Perspektive wahrzunehmen. Wahrnehmen, wie du da liegst, welcher Bereich deines Körpers den Boden berührt. Auch hier nochmal dich mit der Dankbarkeit verbinden. Dankbar dafür, dass du dir die Zeit für dich genommen hast, dass du dich wichtig genommen hast. Und dann ganz langsam und achtsam den Boden wegschieben, um in eine sitzende Position zu kommen. Sukhasana, den Schneidersitz, oder wenn du auf dem Stuhl bist, ist das auch perfekt. Und auch jetzt wahrnehmen. Tiefe Atmung, ganz bei dir. Deine Umgebung wahrnehmen und deine Absicht für den restlichen Tag. Was möchtest du dir noch Gutes tun aus dieser Stimmung heraus? Tief ein und aus. Ein Mantra für dich. Ich bin mein Atem. Ich bin Atem. Deine Hände auf deinen Schoß in deinem Mudra. Die rechte Hand unter der linken und die Daumen berühren sich. Ganz bei dir. Ganz im Hier und Jetzt. Namaste.